Peter Herbolzheimer kam als Sohn eines Deutschen und einer Rumänin in Bukarest zur Welt. 1951 zog seine Familie von Rumänien nach Deutschland. Herbolzheimer lernte Gitarre und verbrachte 4 Jahre in Amerika. Nach einem Musikstudium in Nürnberg spielte er als Posaunist in verschiedenen Jazzformationen. Lange Jahre gehörte er als Posaunist auch zur Band von Bert Kempfert. 1969 gründete er die Rhythm Combination and Brass. Mit dieser Band trat er häufig in Funk und Fernsehen, unter anderem in Bios Bahnhof auf. Zunächst stand seine Musik eher dem Jazzrock nahe, später dem klassischen Big Band-Repertoire. Herbolzheimer arrangierte im Auftrag des Orchesterleiters Kurt Edelhagen mit Dieter Reit und Jerry van Rooyen die Einzugsmusik der Münchner Olympiade 1972. Von 1972 bis 1988 war Herbolzheimer immer wieder für die Bläsersätze in Udo Lindenbergs Panikorchester zuständig und spielte auch selbst Posaune. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 leitete Peter Herbolzheimer das Bundesjazzorchester. Herbolzheimer galt als einer der profiliertesten Big-Band-Leader Deutschlands und ebnete zahlreichen Künstlern den Weg, darunter Till Brönner und Roger Cicero. In den Jazzmasters im SWR-Fernsehen zeigen wir Ihnen jetzt eine Aufzeichnung vom Internationalen Jazzfestival Viersen mit dem am 27. März verstorbenen Bandleader Peter Herbolzheimer und seiner Rhythm Combination and Brass. Mit dabei auch Till Brönner. Viel Spaß!